Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Civilization 5. Jo, hallo. Wir sind immer noch im Mega-Fight. Ich muss mal ganz kurz hier was verschieben. So, okay. Mal schauen, was Mimi hier so veranstaltet. Ja, da, dass er da angreift, das hätte ich mir schon gedacht. Okay, das habe ich auch fast erwartet, aber ja, okay. Alles gut. Hm. Ja, no, ist okay. So. Ihr habt und eure Einheit versucht angegriffen und abgeschossen und okay, das ist alles gut. So, das habe ich auch erwartet. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Okay. Alles ja, alles dann geplant. Das nicht. Okay, gut. Genau. Alles okay. Geplant, alles geplant, alles im grünen Bereich, alles so gut, wie ich es haben wollte. So, nun gut. Ja, genau. Okay, jetzt bin ich wirklich gemutet. Das Problem ist natürlich, dass hier der Panzer ein bisschen angegriffen wurde, ist aber nicht so wild. Ich denke, das dürfte nicht stören. Ein paar Einheitenbeförderungen sind wieder dabei. Produktion wählen, wir fangen erstmal damit an. Und zwar mit Bangalore baut ein Hotel oder ein Kolosseum. Kolosseum für die Zufriedenheit. Dann hätten wir hier einen Mumbai ist fertig mit dem Raketenkreuzer. Könnt ihr noch einen Flugzeugträger oder ein Schlachtschiff wählen oder eben gar nichts. Die RS-Stase Kammerkon bauen wir die halt in Mumbai. Damit uns niemand mehr auf den Sack geht, deswegen. So, Mbasa Kongo. Ein Jäger, ein Bomber, eine Fabrik. Ich gehe auf die Fabrik und noch brauche ich keine Einheiten großartig nach Produktion. Hier noch eine Raumschifffabrik. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt notwendig sein sollte. Atombombe, ich will sie jetzt nicht übertreiben mit den Atombomben, dann hat du ja wirklich keine Chance. Andererseits, eine schadet noch nicht. So. Und dann hätten wir hier Wohlstand, Forschung, Bomber, Jäger. Ja, wie gesagt, ich brauche hier oben noch nichts. Ich gehe mal auf die Gendarmerie. Nee, Karawanenhof, Schrein, Glauben, Garten, Funkpunkt, Krankenhaus, Stadion. Wo ist es denn? Militärstützpunkt, das suche ich die ganze Zeit. Eine Einheit befördern. Hier unten der Raketenkreuzer. Gezielter Schlag gegen Marineeinheiten, natürlich, gleich nochmal. Und dann flitzen wir hier gleich mal hoch und gucken mal, ob wir die irgendwo finden. Da haben wir den nächsten. Der nächste Raketenkreuzer, das nächste Glück. Auch hier, oh, guck mal. Connection. So, okay, hier unten haben wir einen Hubschrauber und dich hier. Du hier, du schießt mal da drauf, das ist interessant. Hier, guck mal, hier so klein und hier, gerade weil das Houston auf dem Hügel liegt, kann ich da einfach mal reinballern. So, ansonsten das Schlachtschiff. Das versenkt hier. Und das versenkt hier. Du musst erstmal ein bisschen vorrücken, denke ich. Und zwar hier hin. Das würde aber noch nicht reichen, deswegen noch einen dran. So, du haust hier drauf. Der Kampfhubschrauber selbst, den stellen wir mal ein bisschen hier in die... Oder komme ich bis dahin? Nee, komme ich nicht. Ich gehe mal hier hin. So, weil der ist ja ganz besonders gut gegen Panzer. Und alles, was gut gegen Panzer ist, ist gut gegen... ne? Weil der sitzt ja... Oh, der hat doch ganz toll. Ins Meer. Ins Meer. Nur weil da so ein blöder Fleck Wasser waren. Na gut. Was willst du machen? So, wir gehen hier hin. Hauen natürlich ebenfalls auf Bukarest. Blub, blub, blub. Okay. Die Einheit bleibt erstmal, wo sie ist. Weil, wie gesagt, ich kriege ja hier noch Schaden von dem Teil. Das will ich nicht. Deswegen bleibt die, wo sie ist. Du gehst mal hier runter. Um den hier drauf zu lassen. Du kannst feuern. Hopp. Alles klar. Du kannst auch feuern. Okay, der kann erstmal heilen, der geht erstmal wirklich auf Heilung. Du kannst auch feuern, auch wenn es nicht wirklich viel nützt, aber naja, komm. Hier unten kann ich leider nicht angreifen, ich will den jetzt auch nicht unbedingt verschieben. Reinmaschinen geht der nicht. Also brauche ich leider einen Panzer. Kostspieliger Angriff, na dann probieren wir es mal. Kann sein, dass ich jetzt die Einheit verliere oder eben nicht. Ah, sieht gut aus. Jawohl, Los Angeles haben wir. Diesmal statt annektieren oder Marionette erstellen, ich mache mal eine Marionette, weil wir dann immer noch im positiven Bereich sind. Die kann ich dann immer noch annektieren. So weit, so gut. Eine Einheit befördern. Hätten wir hier hinten Entermannschaft, Küstenräuber, Sichtweite.
Ich gehe hier mal, weil das ein Zerstörer ist, auf die Entermannschaft und gehe natürlich auch in mein Gebiet zurück. Hopp, wo ich den ebenfalls erstmal ein bisschen hochheile. Der Panzer. Der Panzer hier, der bekommt Schock. Und der bekommt nochmal Schock. Und der bekommt einen Freiflug. Und zwar genau hierhin. So, das RS-Cockpit bleibt, wo es ist. Du bleibst, wo du bist. Dieser Panzer kann der bis hier rüber. Nein, der kann nicht bis darüber. Das ist schade. Der kann aber, ja, mal hier Pause machen. Genau. Aber der Panzer, der kann doch. Ja, der kann auf jeden Fall bis darüber. Yay. Sehr gut. Und dann greifen wir mal dieses Panzer hier an. Dann kommt dann nämlich sicher die Verlegenheit, eventuell unsere Artillerie angreifen zu wollen. Im Gegenteil, er wird entweder versuchen, hier auf Krampf was versuchen oder versuchen abzuhauen. Ich würde Letzteres machen. Aber wir wissen ja, du ist manchmal nicht ganz so durch. So, den Panzer reparieren wir. Dieses Zerstörerlein schicken wir hierher, einfach um ja die U-Boot-Flotte zu schützen, wenn oder vor den U-Booten zu schützen, wenn du welche vor Ort hat. Das U-Boot kann genau dasselbe machen. Wir gehen mal hier rüber. Es soll halt quasi die Schlachtkreuzer schützen. So, der Panzer hier ist relativ angeschlagen, kann aber nicht mehr angreifen. Na gut, dann gehst du erstmal auf Heilen. Diesen Bomber hätte ich vielleicht eher machen sollen, aber okay. Ja, der Bomber ist heile genug für den Panzer, das kriegt er hin. Hopp. Und noch einmal. Achso, du. Du gehst mal hier runter. Hier, Bazooka-Einheit. Blödsinn. Der andere Bomber, den wollte ich mir mal angucken. Ja, der ist mittlerweile auch gut wieder hochgeheilt. Der heilt, wie gesagt, heilt sich ja auch, während ich hier angreife. Selbst ein bisschen, das ist okay. Also ich denke mal, den Panzer würde Dü auf jeden Fall zurückziehen. Da würde ich mal drauf achten. Euer Rekrut Pravati ist aus der Stadt Los Angeles geflohen, nachdem ihr sie eingenommen habt. Ihr könnt einen neuen Auftrag erteilen. Das ist sehr gut. Dann machen wir das. Bewegen. Und zwar nach Houston. Houston brauche ich nicht unbedingt. New York ist auch blödsinnig. Boston, Chicago, Atlanta. Atlanta durfte ich noch keinen haben, ne? Atlanta, Washington und Bukarest, genau. Ich werde immer ein bisschen weiterziehen, damit ich immer ein bisschen Sichtweite auf die Städte habe. Atlanta ist da unten, okay. Sieht gut aus, denke ich. Die hier, wenn der sie nicht bewegt, ja, dann ist sie in der nächsten Folge tot. Werden wir sehen. So, ansonsten, Rekrut geflohen, geflohen, geflohen. Nächste Runde, nächstes Glück. Sag doch Bescheid, dass es weitergeht. Ja, schon lange, habe ich doch gesagt. Achso, nee, hast du nicht gesagt. Natürlich nicht, weil, ja, wir sind ja mitten in der Runde. Also ehrlich, das müsstest du doch wissen. Sag bloß, du machst jetzt erst los. Ja, doch. Muss ich mal Bescheid sagen, weil ich bin beim Browser unterwegs, weil du immer 5 Minuten gebrauchst. Naja gut, ich mach jetzt los. Okay, weiter geht's. Ein Flugzeug hat er hier rüber geschoben. Es war wohl ein Abfangjäger, das heißt, das könnte ein bisschen schlechter werden. Da ist er von der Technologie her stärker dran. Was ist das? Achso, oh, das ist nichts Ernstes für mich. Das ist auf Fremdgebiet. Das geht. So. Okay, diesen Abfangjäger wäre natürlich gut, wenn wir den relativ schnell wegkriegen. Das würde auch gehen, indem ich halt einfach dort eine Atombombe reinwerfe und dann vielleicht doch mal einmarschiere. Müsste man gucken, nachdem ich ja oben das Gebiet habe, sollte das gehen. Ansonsten werde ich auf jeden Fall die Abwehrrakete, die ich habe, dort rüber transportieren. So, hier ist Dü. Das ist relativ gut in der Hinsicht, dass ich halt die Houston nicht direkt angreife, sondern erstmal hier drauf gehe. Und jetzt mal gucken. Ja, sieht doch gut aus. Was ist das denn hier? Infanterie von Sidon. Hat er auch die mit denen Krieg? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, von hinten angreifen wird wohl nichts. Ich bleibe hier. Du, mein Freund, Raketenkreuzerst weiter. Hier hoch. Ich weiß ja gar nicht, was da oben passiert ist. Wir werden es gleich herausfinden. Schlupp, 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 schlupp. Hat er das eine Schiffchen versenkt? Nein, hat er nicht. Dann werden wir mal hier runtergehen. Oh, hier ist ja noch ein General, den ziehe ich mal hier drauf. Das geht nicht. Dann kann ich hier hin. Hier hin. Und hier hin. So. Damit ist der General geschützt. Gottfried Leibniz ist da. Ein großer Forscher. Plus 9400 Forschungstechnologie. Ja, Technologie entdecken. Komm. So. Damit haben wir die Lasertechnologie, den Kampfpanzer und auch das, was er hat. Da ist er uns tatsächlich ein bisschen voraus. Das liegt aber in erster Linie daran, dass du
ja, uns ein bisschen voraus war in der Hinsicht, aber das ist egal. So, insofern, er hat jetzt einen Jäger hier oben, das Teil ist repariert. Bist du repariert? Du siehst, du bist ein Trefferpunkt. Genau, einen Trefferpunkt hat er noch. Okay, dann machen wir mal so hier und heilen dich erstmal ein bisschen hoch. Hier haben wir ein Schlachtschiff. Das ballert natürlich wieder, wie Schlachtschiffe so machen. Vielleicht mal diesmal hier drauf. Das wäre vielleicht gar keine, obwohl, doch, komm, erstmal hier. So, wir haben es. Erstmal Bukarest. Erstmal Bukarest, alles andere sehen wir dann. So. Und so. Du gehst mal hier hin und kontrollierst da. Dann kannst du hierher. Einfach nur zum Absichern eben. Bleib mal da. Das RS-Cockpit, okay. Was hätten wir hier? Eine Bazooka. Eine Bazooka selbst. Ja, wie gesagt, im Prinzip habe ich zu viele Bazookas und zu wenig Nahkämpfer-Panzer. Aber ja, okay. Wieder hin. Eine Atombombe. Sehr gut. Ich krieg die aber vermutlich nicht bis ganz nach Boston rüber, oder? Nee. Das heißt, ich muss mal gucken. Entweder nach oben. Da wird ja eh dann gleich mein Kreuzer fertig. Oder vielleicht komme ich ja auch rüber, aber ich glaube nicht, dass ich ja auch von Riebe rüberkomme. Das heißt, wir müssen dann auf den Schlachtkreuzer warten mit der Atombombe, die hier oben fertig wird. Ist aber kein Problem. Klar, wir haben jetzt ein bisschen Minusproduktion, aber das stört mich gerade herzlich wenig. Hauptsache, es läuft hier. Und es läuft ja auch. So, der Panzer selbst ist repariert. Das heißt, wir gehen mit dem hierher. Einfach aus dem Grund, weil der dann eventuell gleich einmarschieren kann. Ich lasse den mal kurz da, wo er ist. Wir haben nämlich noch zweimal hier einen Angriff wagen. Hopp, hopp, hopp. Bukarest. Ja, hier können wir auch. LA brauchen wir gar nicht angreifen. Wozu auch? Okay. Hier können wir aber hier langsam runterziehen. Einmal dahin. Und den auch. Weil das nächste Ziel ist ja logisch da oben. Wo habe ich denn eigentlich die denn hier? Die will ich mal gern ein bisschen verschieben. Die sollen mal von hinten ankommen. Wegen Raketenabwehr und so weiter. So, der Bomber hier. Der ist ein bisschen angeschlagen. Wie sieht's denn aus, wenn ich... Ich hoffe mal, dass jetzt der... Ne, da hat ja erstmal die Einheit da nach drüben geschickt. Das heißt, eigentlich dürfte noch nichts passieren. Dürfte nur hier halt den Bomber ein bisschen erwischen. Okay. Der andere Bomber. Ja, kommt gleich mal hinterher. So. So, damit ist die Einheit weg. Einmal ein Panzer weniger. Das ist gut. Das ist sehr gut. Diese blöde Dingens hier, dass ich hier blöderweise... So, weg vom Meer. Die Raketenartillerie. Die geht mal hier hin. Tauschen mal die Plätze genau. Bleibst hinten. Du gehst stattdessen panzermäßig ein bisschen vor. Oh, da hinten ist ein General. Kriege ich den? Den kriege ich. So. Damit ist der General Geschichte. Du bleibst kurz da, denn ich bin hier noch nicht fertig. Ich muss hier nochmal ballern. Ich bin noch dabei, aber ich dauert, denke ich, nicht mehr lang. So. Du immer so ungeduldig. Ich habe gerade übrigens auf ihn gewartet. Zwar doppelt so lang, weil er, wie gesagt, nach ungefähr 5 Minuten, nachdem ich gewartet habe, dann noch geschrien hat: Ja, hier, ich denke, du musst mal Bescheid sagen. Ich war gerade im Browser. Toll. Und jetzt beschwert er sich, wie lange ich brauche. Wie lange ich brauche, beschwert er sich. Das ist wieder mal typisch. Oh, das war eigentlich doof. Die wollte ich gar nicht dahin ziehen. Naja, egal. Das sind wieder solche Ablenkungen. Bestimmt alles geplant. Was bist du denn? Du bist ein Zerstörer. Du bleibst da. Du bleibst da. Weil ich habe es leider nicht geschafft, dort einen zu marschieren. Es sei denn natürlich, ich könnte mal gucken. Ich krieg's in der Runde auf jeden Fall nicht hin. Wie sieht's denn von hier aus? Ein kostspieliger Angriff. Nee, muss ja nicht sein, wenn es nicht nötig ist. So, ich würde mal sagen, wir wählen mal die Produktion. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Eine Raumschifffabrik ist nicht zwingend notwendig, finde ich. Wir könnten, obwohl, komm, Raumschifffabrik. Dann machen wir hier Produktion. Was wird mir denn vorgeschlagen? Jäger und Düsenjäger? Nee und nee. Ich mache mal einen Militärstützpunkt, weil wegen ISO. Aquädukt. Okay, was wir mal machen können, ist das Teil hier. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Auflösen. Damit haben wir schon mal wieder 8 gewonnen. Und hier unten müssten eigentlich bei... Nicht hier. Sondern... da drüben irgendwo. So.
Da haben wir auch noch ein bisschen was, was wir auflösen können. Ja, ja. Komm. Und auch diese Bogenschützen. Blödsinn. In dieser Stadt, ich glaube nicht, dass wir irgendwie noch einen Angriff von der Stadt bekommen. Deswegen weg damit. Haben wir ein klein wenig gewonnen. Ist jetzt nicht viel, aber das macht nichts. So, und ich würde mal sagen, Produktion wählen. Wir sind auch noch nicht fertig. Eine Wassermühle hier oben in Seattle. Forschung wählen. Penicillin. Das kriegen wir direkt in der ersten Runde in Marine hin. Oder eben Tarnkappenbomber. Oder aber die Lenkraketen, Atomraketen. Oder was auch immer, Raketen. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal auf die Bomber, weil dann können wir die unsere direkt upgraden. Damit sind die ein bisschen besser. Und ja, jetzt darf du wieder. Ich mach mal Pause. So, mein guter Black. Hallo? Ja. Okay, du kannst ja schon mal deine Aufnahme, kannst du schon mal wieder starten. Gut. Na dann. Ja, mach schon mal. Moderier schon mal an. Ja, ja, meine Folge läuft ja noch. Also, das ist noch die alte Folge. Achso, ja, mach mal. Ja, hallo, mach mal. Ich bin wieder da. So. Wie ja, wollte mir irgendwas sagen? Genau, richtig. Ich möchte dir nämlich was sagen. Ich habe dir nämlich gerade ein Friedensvertragsangebot gemacht. Warum? Ich habe dir alle meine Städte, gebe ich dir. Nein, folgendes. Ich kapituliere. Ich gebe auf. Ich habe keine Chance. Das ist nur Rumgeschnetzel. Ich habe da keine Chance mehr. Okay, so. Kann man weil dies, ja, genau. Weil die Sache ist nämlich einfach die, ne, der Black, ich habe es nämlich gerade schon gesagt, der Black zieht nämlich irgendwas um die 5 bis 10 Minuten pro Runde. Du auch? Und ja, ich vermutlich auch. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Chance mehr. Ich bin raus aus der Geschichte. Ich habe es schon gesagt. Ich habe mir die Demografie habe ich mir angeschaut. Ne? Ich bin jetzt bin bei der Hälfte des Wertes, was du an Soldaten hast. Ich komme da einfach nicht mehr hinterher. Ich hatte gehofft gehabt, kann ich ja schon mal ein paar Sachen halt jetzt so darlegen. Ich hatte eigentlich gehofft gehabt, dass ich den Seekrieg halt ein Stück weit gewinne, um dir halt die Anbindung halt, ja, wegzunehmen. Aber ich hatte insgesamt nur 6 Schiffe und war auch vom Goldstatus her relativ im Minus gewesen, sodass da leider auch nicht wirklich viel mehr ging. Was denn für eine Anbindung? Mal so blöd gefragt. Die Nachproduktion halt, ne? So. Dass du halt an dein Hauptkontinent, dass ich da halt, dass ich halt die Seemacht halt ganz ich einfach hab habe. Ich habe keine einzige Einheit rüber geschickt. Ja, genau, richtig, das ist, ja genau, ja gut, aber hätte ich die Seemacht, ja gut, hättest du mit deinen, die Schlachtschiffe machen nämlich verdammt viel Angriff, beziehungsweise hauen halt verdammt viel von den Städten halt runter, hätte ich vermutlich auch ein Stück weit länger das Ganze halt auch aushalten können. Ja. Natürlich hast du auch eine gewisse Produktion auf meinem Kontinent, sage ich jetzt mal so. Das hätte ich allerdings vielleicht noch eher noch kompensieren können, aber auch, wie gesagt, ehrlich gesagt, halt auch auf deinem Kontinent habe ich noch gar keine einzige Einheit gebaut. Ich baue in letzter Zeit kaum Einheiten und wenn ich doch mal eine Einheit baue, dann schiebe ich dir per Luftpost drüber. Dann ist die in einer Runde da und du merkst das nicht mal. Kannst nichts über Seeweg anfangen, wenn Flugzeuge da sind. Über den Flughafen ist das einfach rübertransportiert. Ach so, okay, gut, das wusste ich. Ja, okay, siehst du, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wie weit bist du denn in der Technologie? Das kannst du jetzt nicht einsehen, ne? Du bist ja auf jeden Fall schon. Genau, ich kann es jetzt gerade nicht einsehen, weil du jetzt gerade dran bist, aber ich bin auf jeden Fall weiter als du. Okay. Gut, ich beende jetzt hier einfach mal die Runde. Das heißt, ja, gut. Zack. So, zack. Das Angebot. Festige das einfach nochmal. Genau. Ja, genau. Mal. Richtig. Sidon haut ja auch noch gerade rein, sehe ich hier. Ja, genau, richtig. Ja, ja, bei denen bin ich auch noch. Aber das ist ja kein Problem. Großartig. Ja. Schade eigentlich, ich wollte eigentlich Bukarest befreien, weil dann hätte ich auch wieder, sagen wir mal, bei den Stadtstaaten ein bisschen was nach oben bekommen und hätte vielleicht noch ein paar Stadtstaaten gegen dich zwingen können. Die hätten dir dann automatisch den Krieg erklärt, das wäre nochmal ein bisschen lustiger geworden. Aber alles zu seiner Zeit. Echt? Ja. Okay. Also ich gehe mal davon aus, weil wie gesagt, ich kann ja Bukarest... Halt, ne? Kannst du noch einnehmen und danach halt eben. Probieren, genau. Probieren wir mal, wir schauen, was passiert. Ja. Ich glaube zwar jetzt nicht mehr, dass es so großartig was gibt, also ich mache hier auf jeden Fall die Runde noch zu Ende. Ich denke, das wird dann die letzte Folge gewesen sein von dieser Partie, denke ich mal. Ja, ich gehe auch mal davon aus. Ne? Ja. Ob es eine weitere und wie es eine weitere gibt, ja, das werden wir sehen. Kampfpanzer könnte ich jetzt upgraden. So. Forschung habe ich ja erstmal ein bisschen zurückgestellt gehabt, deswegen bist du wahrscheinlich eh nicht weit da bei der. Ups. Bei der was? Bei der Kampfpanzerforschung. Nee, ich bin noch nicht mal im Atomzeitalter. Also. Doch, achso, ich dachte, du hättest. Da schon, aber ja, nicht in der hier. Ja, ich dachte, du hättest schon einen Dings gehabt, einen. Nee, ich habe nur normale Panzer. Aha, okay. So, dann gehen wir mal in Bukarest rein. Hopp. Ich dachte, ich hätte schon einen Chat gesehen, das wäre ja dasselbe gewesen. So, was haben wir hier? Stadt befreien.
Diese Stadt gehörte früher Bukarest. Ihr habt die Möglichkeit, sie zurückzugeben, wofür euch der ehemalige Besitzer natürlich dankbar sein sollte. Und ihr haltet einen großen Befreiungsbonus. Der vorherige Kriegsteiler Malose entfernt und wenn ihr diese Stadt befreit, ne, dann blub, Bukarest ist wieder frei. So, ich werde trotzdem noch ein bisschen weiter schnetzeln, mal schauen, was ich jetzt noch so reisen kann. Ich glaube nicht mehr viel, weil ja, wird halt nichts mehr viel. Hier den Kampfhubschrauber, den habe ich die ganze Zeit, den will ich mal einsetzen. Ja, genau. Siehst du den, ja, ich glaube, also ich glaube, können tue ich die, aber ich kann den noch nicht bauen. Ja, hättest du mal machen können. Weil die doch, ja, die sind extra dafür gebaut und quasi als Gegenstück für die Kämpfer, für die Panzer. Das heißt, das sind die Einheiten, die Panzer am besten runterkriegen. Ja, es gibt auch, glaube ich, noch andere Panzer irgendwie gedöns, aber. Ja, die, genau, aber das ist ja die Kampfhubschrauber sind die Vorstufe davon. Ich habe vorhin so eine Antipanzerabwehrkanone geupgradet, kam der Kampfhubschrauber raus. Ach so, okay. Jo. Also, wie gesagt, okay. Ich weiß auch nicht alles, weil, wie gesagt, so weit gespielt haben wir ja vor allem im Mehrspieler noch nicht. Insofern ist es natürlich logisch, dass man da auch noch ein bisschen was machen muss. Aber ansonsten, so, ich denke mal, das wird jetzt auch reichen. Die Kultur reicht aus, um eine Sozialpolitik einzuführen. Dann gucken wir da mal rein. Was können wir denn hier noch alles? Absoluter Krieg beim Bau von Militäreinheiten und neue Militäreinheiten beginnen mit 15% Erfahrung oder plus 3 lokale Zufriedenheit pro Gerichtsgebäude. Gerichtsgebäude werden in der Hälfte der üblichen Zeit gebaut. Das klingt auch nicht schlecht. Das hätte mir jetzt durchaus nützen können. Aber ansonsten Produktion wählen. Weißt du was, das mache ich jetzt noch. So, Düsenjäger, komm. Schade, ich wollte noch eine Atombombe werfen. Naja. Nächstes Mal. Tja, vorbei. Ja. Also, wie sieht das eigentlich mit der Beziehung zu dir, zu den anderen Staaten aus? Darauf hatte ich ja. Darauf hatte ich mich eigentlich. Ja, darauf hatte ich mich eigentlich auch noch ein Angebot geschickt. Ich habe nämlich keins gekriegt. Doch, ja, doch. Das Angebot ist raus. Warte mal, muss ich mal gucken. Dann liegt das vielleicht noch irgendwo anders so. Abgeordnete einsetzen. Ja, ja. Die Beziehung zu den anderen liegt eigentlich ganz gut. Warte, ich kann ja mal gucken. Vorsichtig sind die alle. Aber ja, wie gesagt, wird keiner wagen, mich anzugreifen, wenn ich die stärksten Armeen habe. Ja, vermutlich, ja. So. Genau. Da hatte ich mir eigentlich auch noch mal ein bisschen so drauf spekuliert gehabt, aber naja. Mit dem großen WP-Form haben, ja, okay. Ah ja, da unten haben wir es ja. Düllen hat euch einen Deal vorgeschlagen, Friedensvertrag annehmen mit allem, was da ist. Na gut, annehmen. So, mal schauen, ob der direkt angenommen ist oder wie das funktioniert. Einheit benötigt Befehle oder ob das jetzt erstmal aktualisieren muss. Aber das will ich natürlich noch sehen. Ich will natürlich noch sehen, wie die platt gemacht wird. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier den Bomber nochmal hier gegen die Einheiten schicken, solange der nicht richtig angenommen ist. Das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Runde sein. Ja, vermutlich. So. So, okay. Einheit benötigt Befehle. Was haben wir hier noch? Ich schicke mal den mal da runter. So. Dann du weg. Und ja, komm, die anderen tue ich einfach mal so. So, 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 so. Das sind noch schöne Befehle hier. So geht das mal schnell. Zerstörer. Kampfhubschrauber. Auch den können wir nochmal. Komm, das hier unten geht nochmal. Bim, bim, bim. Ja. So, ja komm, machen wir hin jetzt hier. Ah, schön, wie deine Leute wieder gemetzelt werden. Ich sehe sowas immer wieder gern. So, Einheit zurückgeben oder behalten? Die Einheit gehörte Bukarest. Oh, cool. Die liegt hier unten bei Houston. Dann gebe ich natürlich zurück. So, wenn ich um Bukarest befreie, dann kann ich die Einheit auch zurückgeben. So. Noch eine Einheit, die Befehle nötigt, das RS-Cockpit. Oh, hier haben wir eine Atombombe. Nee, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Und Düs Echo. Was ist denn eigentlich, wo ist denn der Typ mit seinem Flaggschiff hier hinten? Keine Ahnung, ja, ist egal. So, warten auf Spieler. Schauen wir mal, ob sich das Indien über Amerika obsiegen kann. Das wird jetzt wahrscheinlich meine Unzufriedenheit ein wenig nach oben treiben. Aber ist egal. Obwohl, ich habe jetzt gerade 52 Zufriedenheit, das passt schon. Mal schauen, was da passiert. Jo. Ja gut, jetzt passieren hier auf meinem Screen halt erstmal alle hier. Stimmt, ich bin ja trotzdem noch. Stimmt, ich muss ja eigentlich sowieso noch ziehen hier, ne? Ja, du musst nochmal ziehen, damit das Angebot angenommen wird.
Du kannst aber okay. auch einfach auf Weiterklicken oder was weiß ich. Ja gut, Bukarest hat mir jetzt halt den Krieg erklärt, bla bla. Genau, warum das denn? Kann ich gar nicht verstehen. Ist ja nicht auch so, als witzig. Dass du das jahrtausendelang besetzt hergehalten hast. Naja, jahrhundertelang. Dasselbe hätte ich übrigens mit Kathmandu gemacht. Washington hätte ich zerstört. Das war mein Plan. Aber die anderen Städte wollte ich einnehmen. Größtenteils. Also alles befreien, was Stadtstaaten waren oder anderen Städten gehörten. Washington wäre zerstört worden. Einfach nur deshalb, weil das deine Religionshauptstadt ist. Okay. Ja, und ohne die kannst du quasi, wenn irgendwann die Religion hier sozusagen ausgemerzt ist, kannst du die nicht mehr großartig weiter verbreiten. Hast du das jetzt nicht angenommen? Oder? Natürlich habe ich angenommen. Warte mal. Ansonsten schick's halt nochmal. Ich kann das jetzt halt nicht sehen, ja, also keine Ahnung. Ja, dann müssen da stand irgendwie was, Vereinbarung nicht mehr gültig oder sowas in die Richtung halt. Mit wem? Irgendeine, ich kann die aber jetzt nicht einsehen, das ist mein Problem. Ja, vielleicht dadurch, dass du, weil du die Stadt eingenommen hast. Möglich. Das ist möglich, stimmt, das kann sein, weil die Stadt ja mit dazugehört hat und jetzt habe ich sie eingenommen und da gehört sie nicht mehr dazu. Ja, das ist natürlich blöd. Na, dann musst du das nochmal machen. Ich klicke einfach alle Einheiten durch, das darfst du auch machen. Ich will halt nur noch sehen, wie du zu Ende bist. Mehr ist eigentlich auch nicht mehr zu zeigen, großartig. Mach einfach Leertaste bei allen Einheiten und fertig. Es dauert halt Ewigkeiten, ne? Oh, Junge! Junge! Oh, das dauert Ewigkeiten, bis du hier die ganzen Städte ausgewählt hast, Junge. Oh, Junge. Oh, ernsthaft. Ich verspreche dir, in der nächsten Runde erober ich nichts. Ich versprech's. Also, zack, zack. Zack, zack. 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 Und zack. Und zack. Okay. So, zack. Vorschlagen. Gut, zack, zack, zack. Befehle einfach mal. New York kann ich jetzt noch schnell übernehmen. Hör auf jetzt damit, ey. Dann geh ich raus. Ganz einfach. So, gucken wir mal. Okay, Vereinbarung vorgeschlagen. Ja, wir klicken jetzt gleich mal an. Dann wird ja gleich was genau. kommen. Bratislava, Korea, befestige kein einen, Weltherrscher gewählt, das war ja auch klar. Also erst einmal hier runter. So, hopp. Annehmen. So. Jetzt darfst du aber keine Stadt mehr verlieren, ne? Ist klar. So, allgemein. Errungenschaft freigeschaltet, uns geht's prima. Keine Ahnung warum, aber ja, ist toll. Ja, momentan bewegt sich noch nicht viel bei mir. Dauert wahrscheinlich wieder paar Jahre oder so, oder Tage oder Wochen, bis das richtig aktualisiert ist. Lalalala. Vielleicht gibt es auch nochmal so ein, hier wird geladen. Ah ne, da jetzt blinkt wieder. Okay. Ihr habt nur durch die Eroberung dieser Stadt und schon ist es erledigt. Juhu. Ich sehe noch gar nichts. Marionette erstellen. Drück mal weiter. Was ist das? Marionette erstellen. Marionette erstellen, Atlanta Marionette erstellen, Chicago bekommen, was soll mit dieser Stadt gestehen? Marionette erstellen, Busan befreien wir, Kathmandu befreien wir, Houston Marionette erstellen, ja, Portland Marionette, Pyongyang befreien wir, oh, du hast aber ganz schön was erobert, ja, so, und ja, Washington habe ich jetzt glaube ich auch auf befreien geklickt, ja. Nee, Washington habe ich nicht auf Befreien geklickt. Washington nee, Washington. Behalten. Ja, genau. Na, das ist die Hauptstadt. Du kannst halt nicht vollkommen. Ach so. Genau. Na gut. Schade. Ich dachte, du haben alle Städte. Ich werde jetzt von Washington aus wieder alles zurückerobern. Genau. So. Übrigens, Zufriedenheit für den Fall, dass sich's interessiert, liegt jetzt bei 35. Dafür liegt aber das Gold ein bisschen niedrig, aber das ist egal. Das liegt bei 35? Ja. Oha, okay. Genau. So, ich würde mal sagen, wir beenden hier die Folge und ja, sehen uns im nächsten Let's Play wieder, ob es hier wieder eine Ziffrunde wird oder was anderes. Nun, wir werden sehen. Und ja, ist nämlich noch nicht entschieden zwischen uns beiden. Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Lasst einen Daumen nach oben. Tschüss.